Unser 100-Euro-Holzhaus in Thailand. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man aus so einem Haufen Holz da hinter mir auf dem Boden ein wunderschönes Holzhäuschen baut und das nur für 100 Euro. Beziehungsweise ich habe es nicht selber gebaut, sondern ein lokaler Trupp von 4 Thailändern hat für uns hier so ein kleiner Unterstand gebaut, dass wir dann auch in Zukunft im Schatten ein bisschen thailändisches Barbecue genießen können. Aber schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze ausschaut. Ja, hier haben wir das Holz und genau so wurde das Ganze angeliefert. Also sie haben da auch Bäume gefällt. Also es ist jetzt nichts, was man aus dem Baumarkt bestellt hat, sondern die Bauern bzw. die Handwerker haben auf ihrem Grundstück der eine oder andere Baum gefällt und dann auch begonnen, und das ist wirklich harte Arbeit hier, die Bäume zu schälen. Also von Hand wurde hier oder wird noch die Rinde entfernt. Ihr könnt es gleich sehen, wie es beim fertigen Haus ausschaut. Sie haben das Ganze hier auch nummeriert, also ein bisschen System ist auch noch dahinter, dass man auch weiß, wohin die ganzen Hölzer dann kommen. Und wie das fertig ausschaut, das zeige ich euch jetzt hier drüben. Ja, sie bauen hier hinter mir dann noch ein zweites. Deshalb konnte ich das Material euch zeigen, wie es ausschaut im Rohzustand, bevor es verbaut wird. Und hier haben wir das mehr oder weniger fertige Anführungszeichen Häuschen bzw. der Unterstand. Und hier könnt ihr auch sehen, hier wurden die Hölzer geschält, so wie wir es hier auch sehen können. Also alle Holzstücke hier, die wurden ja in mühsamer Handarbeit, meistens nachts, also die haben in der Nacht das jeweils gemacht, von Schlaf keine Rede. Ich weiß nicht, wie die das durchhalten, bei dieser Hitze tagsüber zu arbeiten und nachts noch die ganzen Hölzer zu schälen. Hier sieht man auch noch das Geflecht. Es sind keine Palmenblätter, es sind auch keine Bananenblätter. Es ist irgend so eine Pflanze. Ich kann nicht genau sagen, was für eine. Und die Blätter davon verwendet man hier, um solche Elemente zu machen. So schauen die aus. So ein Stück kostet so um die 9 Baht. Und dann hier drüben wurde mal zuerst begonnen, das Ganze zusammenzuschrauben. Also das sind so die vier Pfeiler, auch aus Holz. Die wurden jetzt bereits schon mit einem Termitenschutz gestrichen. Also es wird das Holz hier, das ist nicht 100% termitensicher. Es ist zwar starkes Holz, aber es kann von Termiten befallen werden. Deshalb haben sie es auch mit so einem speziellen Termitenschutz. Dort drüben sieht man noch den Behälter gestrichen. Ja, es wird sicherlich keine Konstruktion sein, die Jahrzehnte überleben wird, das ist klar, aber das ist auch nicht der Sinn dahinter, sondern es geht eigentlich mehr oder weniger darum, dass wir hier so eine kleine Dschungelhütte haben, im zukünftigen Dschungel. Und ja, vor allem für 100 Euro, ich zeige es nochmals, bevor wir hier gleich schauen, wie das Ganze verarbeitet wird oder wurde. Aber Material plus Arbeit, 100 Euro, und die Leute sind 4 Tage dran, um das Ganze hier fertigzustellen. Also es ist unglaublich, wie wenig das es kostet. Ich habe sogar schon fast ein schlechtes Gewissen. So schlecht, dass ich ihnen gleich gesagt habe, ich brauche dort hinten noch eins. Einfach ein etwas kleineres Haus, damit das Hündchen, also Chamot, auch noch einen Unterstand hat. Ja, das Ziel ist dann auch, dass die Pflanzen hier an den verschiedenen oder an den 4 Pfosten hochwachsen, damit das Ganze dann auch etwas grün wird später. Und schauen wir uns doch noch kurz an, wie das hier zusammengeschraubt wird. Also hier unten übrigens, da gibt es nachher noch Betonsockel. Sobald die Konstruktion fertig ist, werden wir das Haus noch etwas zu mir rüberziehen, damit es hier
ja, bündig ist, kann man sagen, hier bei dieser Pflanze da hier. Und dann gibt es noch Betonsockel, damit es auch wirklich stabil ist und hier bleibt. Es ist zwar sehr schwer, also der Wind, keine Chance, dass der Wind das hier wegbläst, aber sicher ist sicher, deshalb machen wir das noch. Ja, wie wurde das Ganze verschraubt? Wo sieht man es? Da oben sieht man, da wurden längere Schrauben reingedreht, also gebohrt, geschnitzt, gedreht, dann hier das Ganze hier vernagelt. Also die Leute klettern auch auf dem Dach rum, also es waren schon 3 Personen auf dem Dach und das hält. Also es ist wirklich erstaunlich, wie das hier hält und da diese ganzen Dach, ja, wie nennt man die da, das Geflecht hier, das wird in einer mühsamen Art und Weise, Stück für Stück wird das hier mit Draht befestigt. Hier kann man sehen, also überall Draht, Draht, Draht. Und das dauert extrem lange. Also die haben nur zu dritt haben die einen halben Tag gebraucht, nur für das Dach. Und ja, dort drüben, dort, ja, das ist noch nicht ganz fertig hier. Dann auch hier vorne gibt es noch so eine Art Sonnenschutz dann. Das kann man hier auch sehen. Ich bin gespannt, wie es dann ausschaut, wenn es komplett fertig ist. Ja, es wurde etwas größer, als ich gedacht habe, beziehungsweise als wir gesagt haben. Man kann es auch im Hintergrund sehen, also links und rechts gibt es ja so eine Art Palme und das Dach ist wirklich höher als die Palme und sogar so hoch wie draußen der Strommast oder fast so hoch. Ja, für 100 Euro kann man da wirklich nichts sagen, also ist ein Schnäppchen. Und ja, ich wollte eben genau aus diesem Grund auch, weil die Leute hier zwar nicht immer ganz pünktlich sind, also sie, die ersten 2 Tage sind sie nicht erschienen, sie kommen jeweils nachmittags zur Arbeit, so irgendwie um 14 Uhr und arbeiten dann in die Nacht rein. Letzte Nacht haben sie noch bis morgens um knapp 3 Uhr das Dach gemacht, weil es halt einfach nicht so heiß ist. Und ja, ich werde jetzt schauen, dass sie mir da hinten noch so eine Hütte hinstellen können für Chamot, damit sie beschäftigt sind, damit sie auch ein Einkommen haben, denn zurzeit, ihr wisst, die Situation hier ist nicht gerade gut und die Bauern bzw. Handwerker, die sind froh, wenn sie ein Einkommen haben bzw. irgendwas arbeiten können. Ja, schauen wir, ich werde sicher euch auf dem Laufenden halten bzw. dann auch das zweite Häuschen zeigen, wenn es dann soweit ist. Muss noch schauen, was es genau geben soll, aber so groß wie das da hinten wird es nicht sein. Vor allem, ja, vielleicht wenn es geht, in 2 Tagen fertig, irgendetwas Kleineres für Chamot, für das Hündchen. Aber ich lasse mir da noch was einfallen und wie gesagt, werde dann auch ein Video machen, sobald sie dort beginnen oder wenn es dann fertig ist. Ja, deine Meinung, was denkst du über den Preis, 100 Euro und eigentlich nicht schlecht für so ein Holzhäuschen oder einen Holzunterstand, schreib es unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus dem heißen Thailand.